Ja, wir haben heute in der Staatskanzlei die Sternsingerinnen und Sternsinger empfangen. Das ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltung, aber es ist auch eine wichtige Veranstaltung, weil die Sternsingerinnen und Sternsinger sehr viel Gutes tun, dadurch, dass sie Geld sammeln. Und dieses Geld wird dann weltweit an Menschen gebracht, denen es eben schlechter geht als Menschen bei uns. Länder, die Armut haben, Länder, in denen es Gesundheits- oder Bildungsprobleme gibt. Und dieses Jahr ist Indonesien an der Reihe. Aber sie tun ja auch hier sehr viel Gutes, weil es gibt viele alte Menschen, insbesondere ältere Menschen, die sich ein ganzes Jahr auf den Besuch der Sternsinger freuen. Und die Sternsinger machen das in ihrer Freizeit und deswegen empfangen wir sie hier als Zeichen unserer Wertschätzung für sie.